Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Autobahn-Polizeisimulator 2015. Das sind also wir. Ja. Und das ist eine unsichtbare Wand hier, die leider nicht durchbringbar ist. So. Aber genug über das Spiel gelacht. So. Wir schnappen uns wieder die schwarze Karre. So, rein da. Handbremse lösen, bevor starten und los geht's. Ja, mir ist gerade vorhin das Game gecrashed. Ich wollte schon mal aufnehmen. Ich hoffe, jetzt geht's. Zentrale an Adler Moor 01. Ich mache wieder genau das gleiche wie vorhin. Zum Beispiel habe ich diese Sicht reingetan. Ich konnte super bravourös fahren, ohne irgendwo gegen zu ditchen, wie man es von mir kennt. So, wir müssen die Geschwindigkeit messen. Der da ist mir schon mal verdächtig. Aha, jetzt bremst er ab, oder wie? Gemessen 108. Vorhin hatte der sicherlich mehr. So. Der hat gerade Alter, wie der bremst. Ah, Geschwindigkeit im Drehtung. Na dann. Rausrücken. Der hat sicher wieder 2 km/h. Vorher hatte ich einen. Und jetzt steht da oben wieder 1 von 5, ich weiß nicht warum. Vorhin stand ja 2 von 5, wer es nicht glaubt, kann nachsehen. Ich habe es extra noch kontrolliert vor der Aufnahme. So, halt mal an, Schwappel. So. Aussteigen. Na gut, das ist wieder mal semi-professionell gemacht. Oh, es ist wieder der. Das ist einfach der geilste. Ich liebe den. So, erhöhte Geschwindigkeit, 108. Ah, ja, es war zuerst 120 und danach schaltet es auf 108, 100 runter. Genau dann haben wir ihn gekontrolliert, natürlich. Da hat er Pech gehabt. Was hat er da? Weiß gar nicht, wo sich's befindet. Ja, das sind typisch diese hier. Ah, das weiß er ganz genau, der Verbandskasten. Und wer ist denn da schon wieder? Alter! Wieso fährt denn der Depp da nicht? Wieso kannst du nach nicht fahren? Wieso? So, wir sehen uns den mal schnell an. Alter! Ja komm, wir lassen das mal so. Ist gerade... Ist nicht schlecht, dann sehen wir mal, was ein Stau ist. Und Führerschein hat er auch nicht. Wie die Hupen. Verschwinden die jetzt oder bleiben die? Das ist meine interessante Frage. So, wir sehen uns mal Personalausweis an. Müller Julien. So, und die Dokumente sehen wir uns auch an. Müller Julien. Und... Ah, ja stimmt, hat er nicht dabei. So. Alkohol glaube ich nicht. Oh. Doch. Machen wir doch einen Test, aber er wird 0-0 sein, denke ich. Genau. Ja, dann sehen wir uns noch das Fahrzeug an. Der wird auf jeden Fall von mir den Busse kriegen. Das ist also nicht mehr ein bisschen das. Aber cooles Auto hat er. Mal schauen, was da hinten drin liegt. Tüte. Tüte. Ah, jetzt können wir wieder fahren. Koffer, Rucksack und der Verbandskasten. Der Hilfekasten ist abgelaufen. Genau, das habe ich ja vorhin herausgefunden. Haben wir uns jetzt alle Sachen angesehen, oder wie? Da gibt es dann so eine Meldung. Denke mal schon. So, TÜV ist gültig. Alter, wie das die fahren hier. Licht geht. Nein, nicht da. Oh. Das wollte ich dringend klicken. Rückfahrlicht, Bremslicht und Blinker geht alles. Profil ist okay. Alter, der Stau da, da müssen wir gleich hinterher. Kennzeichen ist vorhanden. Vorherde kontrolliere ich gar nicht. Wir gehen wieder zu dem da. So, wir müssen mir Buße geben. Mal schauen, was da so alles drauf ist. Kein Verbandskasten, 15 Euro. Führerschein ich dabei, 10 Euro. Und 3 Geschwindigkeitsüberschreitungen.
10 Euro. Okay. Warndreieck gefunden. Aha, es wäre noch da gewesen. Scheiße. So, dann gehen wir mal weiter. So ist es. Zentrale an Adler. Wir dürfen nur messen, wir dürfen sie nicht kontrollieren. Okay. Dann machen wir das halt so. Dann messen wir halt nur. Das ist ja sinnlos, wenn wir nur messen. Also ja, finde ich. Man sollte die ja dann auch verwarnen mindestens. Weil normalerweise kenne ich das so, dass die da direkt verwarnt werden. Die Geschwindigkeit wurde eingehalten, super. Können wir aber die Geschwindigkeit nicht einhalten. Ah ja, und übrigens, wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich jetzt, wenn ich auf Aktion gehe und auch der ausgewählt ist, kann ich nicht die Geschwindigkeit messen. Ich muss zuerst wieder zurück und jetzt geht's. Das ist wieder mal so eine Sache. So, der ist doch klar darüber. Genau, den halten wir aber nicht an. Denn wir sind ja blöde. Wir lassen die einfach fahren, die zu schnell sind. Oh, wir sind auf die Ecke der Straße haben wir erreicht. Das Ende müssen wir sagen. Kommt da gleich keiner? Nicht. So, 3 von 5, komm, das schaffen wir jetzt schnell. Dann können wir schon mit der nächsten Schicht beginnen dann. Es wird bald Juni. Würde mich interessieren, ob im Winter, also wahrscheinlich, die haben das so geplant, die Entwickler, dass gar keiner so weit spielt, bis es Winter ist. Würde mich interessieren, ob es da mehr Unfälle gibt und ob die Straßen weiß werden. Ich denke ja nicht. So, der übertritt die auch. Egal. Wir ja auch, also von dem her. Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der A42 in Richtung A32. Sicherheit geht vor. Räumen Sie die Gegenstände beiseite. So, wir nehmen keinen Auftrag an, denn die sind blöd, ehrlich gesagt. Und zwar deshalb blöd, weil die eben immer irgendwo da oben sind und dann bis man da ist, geht es ewig. Deshalb hasse ich das. Gut, Geschwindigkeit wurde eingehalten. Jetzt Geschichtsende beantragen. Wir können in die Wache zurück. Nur haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir ewig weit fahren müssen. Deshalb, ich sag's mal so, wir haben Notfall. So. Und zwar so. Wir müssen dringend nach Hause die Schicht beenden. So, lass uns durch hier. So. Der wollte gleich einbiegen und ich da habe ich Glück gehabt. Boah, so. Bei dem Karren weiß man nie. Null Schaden hast gegeben. Auf diese Geschwindigkeit. So, gleich haben wir es geschafft. Raus da. Ausfahrt. So, links ran, nicht rechts. Jetzt rechts rum und gleich ins Nichts fahren, damit wir uns teleporten können. Das macht hier immer Sinn. So, hierhin möchte ich gerne. Ja, da ist auch die Sirene gleich weg. Aber das Blaulicht bleibt, komischerweise. Ja, ist wieder mal speziell. So, wir platzieren unseren Wagen auf dem Behindertenparkplatz. Steigen hier auch offiziell aus. Und haben die Schicht beendet mit 500 von 500 XP. Schön. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Fahrzeuge untersuchen. Aha. Okay. Ja, dann nehmen wir wieder den mit, oder? Geht nicht. Ah, wir haben jetzt immer die Chefkarosse. Okay. Es würde mich aber interessieren, ob da überhaupt noch mehr kommt an Inhalt. Zentrale an Adler Moor 01. Es gab einen Unfall mit Sachschaden auf der A42 in Richtung A28. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Die A42 Richtung A28, das ist irgendwo da oben. Bis wir da eben sind, geht es wieder ewig.
Deshalb nehme ich solches Zeugs gar nicht erst an. Weil ich das Rumfahren ein bisschen hasse hier. Also ja, das ist nicht das Einzige, aber ja. Das ist ein bisschen problematisch hier. So, ich nehme mir gleich wieder LKW vor oder so. Oh, vielleicht auch nicht. Eins nach vorne, der da wäre doch perfekt. Oh, ja. Rauswinken da, raus mit dir. So, jetzt tun wir mal so, als wäre er voll verdächtig. Ah ja, und ich möchte einfach was anderes ausprobieren. Nämlich hier parkieren. So, komm jetzt. So, und zwar, ich parkiere jetzt absichtlich so. Mal schauen, was passiert. Genau, es passiert schon das, was ich eben will. Sei er unsere Karre schrottet. Geht das doch? So, guten Tag, jetzt bist du dran. Alter, es fährt da jeder rein. Hab keinen blassen Schimmer. Ja, Defekte. Warndreieck im Kofferraum. Dass man das auch einen Kofferraum nennen kann. Ich weiß auch nicht. Alkohol. Glas Wein. Immer die gleiche Masche. So. Jetzt halt hält der an. Gut. Dann haben wir hier einen schönen Stau. Okay. Theoretisch, man müsste jetzt auch diesen hier einfach so anhalten können. Dann wäre das viel realistischer eigentlich. Dokumente. Oh, hast du den Führerschein nicht dabei? So, wir sehen uns mal die Dokumente an. Schäfer-Levi. Oh, der ist, glaube ich, abgelaufen. Ich glaube mal, ich habe das Gefühl. Oh, das ist eine falsche Frage. Und jetzt sagt er dann nochmals. Das ist mal eine ehrliche Antwort. Bleiben Sie auf. Bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Ja, ja, ja. Kein Eintrag über das Fahrzeug. Nicht so wie der gestohlene Wagen. Oh, blöd. Dass die Dinge auch immer wechseln hier. Schäfer-Levi. Okay. Schauen wir uns noch schnell den Fahrrad. Das sollte nichts Besonderes sein. So, die können nur ruhig hupen da hinten. Wir schauen uns jetzt erstmal die Reifen an. 0,9. Ist also schon sehr runtergefahren. Dann interessiert mich hier der Inhalt. Ersthilfekasten ist in Ordnung, okay. Dann hat er hier noch wieder mal viel so schlecht gezeichnete Abfallsäcke hinten drin. So, Rückfahrlicht, Blinklicht. Blinker, Bremslicht natürlich, sorry. TÜV ist abgelaufen, wie schon festgestellt. Blinker, hier geht. Viel Tiefe 0,8, das ist aber ganz schlecht. So, Licht. Da drüben brennt kein Licht. Blinker geht. Kennzeichen ist vorhanden. So, Blinker. Ja, der geht. Licht geht leider nicht. Pech gehabt. So. Mal schauen, was wir hier alles so bemängeln können. Die Reifen, das Licht, der Fahrausweis. Ja genau, Ablettlicht, Bremsleuchten auch. Bereifung. Ja, das weiß ich nicht mal, was es heißt. Das ist so komisch da. Oder, ah. Ah, die Hauptuntersuchung ist ja der TÜV. So, blöd, ja. Oh, das gibt 150 Euro. Das ist ja toll. Super. So, jetzt ist er wieder weg. Aber wir können nicht einfach hier irgendwie fragen gehen, hä? Okay. Machen wir es jetzt so, wir lassen ein paar vorbei. Und dann nehme ich mir den Lastwagen dorthin vor. So. Ich lasse mal die zweite Spur vorbei.
So, dann fahre ich mal hier schön mit. Mal schauen, wer mich alles überholt. Nein. Melden Sie sich. Fahre ich mal auf diese Spur. Ja, den will ich gar nicht erst anschauen. Zentrale an Adler Moor 01. Aber allzu viel. Ah, die LKW sind dahin nach Richtung gefahren. Allzu viele Fahrzeuge stauten sich jetzt da gar nicht. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich so fahre. Ah, hier ist trotzdem noch Streifen. Gut. So. Nee, jetzt geht er raus. So einer, der hat uns gesehen. So, jetzt drehe ich mich wieder um. Bereit sein. So, wir messen mal die Geschwindigkeit. Ah, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ist interessant. Wir werden ja sowieso bald zurückgesetzt. Okay, sie wurde eingehalten. Ist ja gut. So, wir mussten jetzt mal schauen, ob es noch reicht. Bis wir hier zurückgesetzt werden, das ist okay, gut. Ja, dann überholen wir doch einfach mal hier. So, genau. Das war genau vor der Grenze. Da gibt es wieder XP. Oh, ja, jetzt war das Game schnell weg. Also sowieso. So, sorry. Es geht wieder alles auch bei mir. So, wer ist da vorne? Melden Sie sich. Ach Mann, das ist so kacke. So, wir mustern mal den. Mal schauen, ob da alles in Ordnung ist. Nicht. Aha, habe ich doch gewusst. Wenn da nur kein Schriftzug so rot drauf ist, dann ist alles gut. Denn das müsste ich jetzt nicht finden, ehrlich gesagt. Oh, scheiße. So, in der nächsten Folge kontrollieren wir dann diesen Typen hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja, schönen Abend wünsche ich euch. Gute Nacht dann. Bis morgen. Tschüss.